gebreitet. Ja, die Bilder, die sprechen ja schon wirklich eine ganz eindrückliche Sprache. Aber ich habe noch mal Karten mitgebracht, um das wirklich auch ein bisschen genauer zu analysieren. Schauen wir da also direkt auf das Satellitenbild, schauen wir direkt in den Libanon und natürlich auch in die Hauptstadt Beirut im Hafengelände. Da war es ja, wo sich zunächst die erste und dann aber auch gleich im Anschluss diese zweite heftige Detonation ereignet hat mit dieser gewaltigen Druckwelle. Und es gibt sogar Berichte darüber, dass in einer Entfernung von 20 Kilometern Fenster geborsten sind. Heißt, dieses Ausmaß hat sich wirklich in einem Radius von 20 Kilometern erstreckt. Und wenn wir da noch mal ein kleines bisschen weiter rauszoomen aus der Karte, um das noch mal ein bisschen örtlich einordnen zu können. Der Kollege Paul Willmann hat es gerade angesprochen. Da geht es eben auch um Mitarbeiter der deutschen Botschaft. Da geht es eben auch um Verletzte. Und da sehen wir eben auch diese deutsche Botschaft. Die liegt in ungefähr so 3 Kilometer Entfernung von diesem Explosionsort. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass dieses Gebäude zum einen beschädigt wurde, zum anderen eben auch Mitarbeiter dann verletzt wurden. Aber da stellt man sich schon die Frage, welche Wucht muss denn diese Explosionswelle gehabt haben? Kann man das irgendwie messen? Ja, man sucht natürlich nach irgendetwas, womit man das vergleichen kann. Und das Naheliegendste ist natürlich irgendeine Naturkatastrophe. Wir sehen hier auch noch mal die Bilder dieser enormen Druckwelle, wie sie sich ausgebreitet hat. Da sehen wir auch vielleicht so ganz leicht angedeutet diese rote Färbung, die auf Ammoniumnitrat hindeutet. Und wir sehen eben auch viele Menschen, die diese Handyvideos aufgenommen haben und sich da ja eigentlich in einer weiten Entfernung befunden haben, offensichtlich in Sicherheit gewogen haben, aber dann auch regelrecht von dieser Welle umgeworfen wurden. Und an diesem Video kann man auch diesen Vergleich ganz gut festmachen. Wir sehen es hier erstmal in Zeitlupe und jetzt schauen wir uns gleich das Originalvideo nochmal an und dann eben entsprechend auch mit Ton. Und wir zählen einfach mal mit von Detonation. 3, 2, 1. Wirklich bis zu dem Moment, wo dann der Filmende auch von dieser Welle erfasst wird. Das waren jetzt also gerade mal 3 Sekunden. Und es gibt eben Tools im Internet, da kann man jetzt ganz genau sagen, von wo dieses Video aufgenommen wurde. Das haben wir herausgefunden. Das war also in einer Entfernung von 1,4 Kilometer zum Hafen, zum Explosionsort. Und mit diesen ganzen Messstäben können wir jetzt tatsächlich einen Vergleich zu einer Naturkatastrophe herstellen. Schauen wir uns da aber auch mal die gängigen erstmal an. Zum Beispiel Orkan Lothar, 1999 mit 272 km/h, im gleichen Jahr auch ein Tornado in Oklahoma, 510 km/h, und wir erinnern uns sicherlich noch alle an Hurricane Irma 2017, 360 km/h, und all das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dieser Druckwelle. Da haben wir also wieder mit den ganzen Daten gemessen. Das sind über 1236 km/h, und das heißt, wir sprechen über Überschallgeschwindigkeit. Oh, ich habe Gänsehaut. Wahnsinn. Danke für den Überblick, Daniela.